Meine Damen und Herren, über unseren jetzigen Gast, ja, muss man nicht viel Worte verlieren. Er ist besser bekannt als der Investment-Punk. Und Sie sehen ihn sicher sehr oft im Internet. Es ist nämlich auch seine Werbestrategie. Aber er ist nicht nur Immobilieninvestor. Er besitzt also mittlerweile mehr als 200 Wohnungen. Er ist auch der Gründer und CEO der Investment-Punk Academy. Und das ist mittlerweile die führende deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform. Er ist mehrfacher Bestsellerautor und neben seiner Tätigkeit als Unternehmer und als Investmentbanker ist es ihm ein wesentliches Anliegen, auch ein gewisses wirtschaftliches Verständnis zu vermitteln und vor allem jungen Menschen eine gewisse wirtschaftliche Bildung beizubringen. Und darüber spricht er heute und er spricht natürlich heute über das Investment in Immobilien, nämlich Gerald Hörhan. Herzlich willkommen. Okay, hallo Leute. Mikro, Donner. So, hallo Leute. Auf jeden Fall mal ein paar Fragen an euch am Anfang. Wer von euch würde gerne auf 30 Quadratmeter leben? Wer von euch findet ein Dacia ist ein scheiß Auto oder mag keinen Dacia fahren? Okay, gut, ja. Und vielleicht noch, letzte Woche gab es zwei große News. Was waren die zwei großen News? Das eine war die Credit Suisse und die Pleite der Silicon Valley Bank, aber es gab noch eine zweite. Was war das? Was? Nein, das hat jeder gewusst. Das war nichts Neues. Aber das EU-Parlament hat wieder mal weltfremde Dinge beschlossen, unter anderem für die Gebäude- und Immobilienindustrie. Und das war eines der Kernbausteine, die jetzt auch die Immobilienmärkte verändern wird. Und gleichzeitig sind es hochinteressante Chancen. Und über das möchte ich heute sprechen, nämlich über Schnappy Times und worauf man aufpassen muss. Ich möchte mal ein bisschen das neue Marktumfeld und die wesentlichen Trends erklären. Im zweiten Schritt möchte ich dann attraktive Investment Cases vorstellen und kurz erklären, wie ich Immobilien kaufe, bewerte und analysiere, damit ihr auch in der Lage seid, viele hässliche kleine Löcher zu kaufen, so wie ich es nenne. Das neue Marktumfeld ist ganz einfach. Die wesentlichen Treiber sind die Zinsen, die fallenden Preise, da wird noch richtig krachen, die Kuckucke fliegen schon am Immobilienmarkt in Wien, in Graz, in Innsbruck, in Frankfurt, in Berlin, in London, in Sydney, überall auf der Welt kommen die Kuckucke zusammen und haben schon viele Kuckuckseier gelegt. In Oberösterreich gab es schon den ersten Fenstersturz zu Linz. Es werden weitere folgen, auch bedingt durch eben die Krise am Markt. Betriebskosten und energetische Sanierungen spielen wieder eine wichtigere Rolle. Wetterextreme werden häufiger. Inflation ist plötzlich ein Thema und so ein sehr wichtiges Thema. Und nicht immer gut für die Immobilienwelt, für manche sehr, für andere gar nicht. Und Wohnungsmangel ist in Teilbereichen auch ein Thema. In Österreich weniger, in Graz gibt es zu viel, in Leoben auch, in St. Pölten auch. Aber im Rheintal gibt es zu wenig und in Deutschland auch. Die Zinsen sind ja massiv gestiegen. Ich kann mich noch erinnern, vor eineinhalb Jahren habe ich in Deutschland auch für 0,7% auf 10 Jahre fix finanziert. Anfang letzten Jahres noch für 1,6. Mittlerweile muss man selbst, wenn man 3,5 bekommt, schon ein Dankesgebet sagen. Bei schlechterer Bonität zahlt man über 4, bei manchen sogar 5%. Und die Zinserhöhungen sind in sehr schneller Art und Weise gekommen, was, wie man gesehen hat, auch einige Banken in Schieflage gebracht hat, siehe Silicon Valley Bank, und wo man auch nicht weiß, welche Auswirkungen und versteckten Risiken noch im Bankensystem vorhanden sind, genauso wie im Immobiliensektor. Und wir haben heute das Zinsniveau von 2012 gepaart mit einer Vorstellung von Preisanbietern, die es noch immer 2021er Preise haben. Und die Realität am Markt ist, dass wir 2018er Preise haben, aber 2012er Zinsen. Die Preise fallen. Hat sich komplett gewandelt. Vor zwei Jahren hatten wir noch einen Verkäufermarkt. Wohlgemerkt, Makler sind gekommen mit Bieterverfahren. Wer hat schon mal ein Bieterverfahren erlebt? Ja? Weißt du, was ich Makler gesagt habe mit Bieterverfahren? Stecken sich das Bieterverfahren kreuzweise in den Arsch und hau sie ab, aber schnell. Marsch. Ja? Dieselben Leute, denen ich gewünscht habe, das Bieterverfahren in den Arsch zu stecken, kommen heute wieder und fragen, hören wollen sie besichtigen. Wir haben interessante Objekte. Und auffallend sind sie deutlich günstiger geworden. Es war vorher ein Verkäufermarkt, es ist ein klarer Käufermarkt.
Die Preise werden allgemein in etwa um 30% fallen, aber sehr unterschiedlich. Energetische, gut sanierte Gebäude und Neubauten in Plätzen mit Wohnungsmangel werden vielleicht nur um 15-20% fallen. Auf der anderen Seite, energetische Ruinen in Dreckslagen. Nehmen wir mal zum Beispiel, ja, irgendwo in der Oststeiermark, irgendwo in der Pampa, wo sich Füchse, oder in Kärnten irgendwo, in Gmünd, im Waldviertel oder ähnliches, wo sich Fuchs, Katz, Hund, Frosch und Papagei gute Nacht sagen und wo man mehr Schmerzensgeld bezahlen muss, um dorthin zu fahren und einen Koch einfliegen lassen muss. In solchen Plätzen werden solche Immobilien teilweise -70, -75% fallen. Man könnte auch sagen, einige der Gebäude werden nichts mehr wert sein, siehe auch der Aktienkurs von Vonovia. Ganz einfach, die energetischen Sanierungskosten rechnen sich bei solchen Gebäuden nicht. Luxusimmobilien unterliegen eigenen Marktkriterien. Die sind weniger betroffen, weil jemand, der 5 Millionen für eine Villa ausgibt, den interessieren die Betriebskosten nicht wirklich. Aber der Markt ist relativ dünn und sehr speziell, da muss wirklich alles passen. Im Durchschnitt, wie gesagt, -30% von den Preisen vor der Krise. Und in einigen schlechten Lagen, wer Dreck gekauft hat oder Dacia gekauft hat, -70%. Das nächste ist, plötzlich spielen die Betriebskosten eine Rolle. Früher hat sich niemand um die Betriebskosten gekümmert, vielleicht in ein Hochhaus, wo in einer Zwei-Zimmer-Wohnung 400 Euro Betriebskosten hatte. Hochhäuser hätte man nie kaufen sollen, genauso nicht wie Zweifamilienhäuser, das ist dumm. Ja? Wenn ein Zweifamilienhaus braucht ein Dach und eine Heizung, genauso wie ein 20-Familienhaus und beheizt muss auch werden. Auf der anderen Seite ein Hochhaus, braucht man schon das Fenster putzen, muss man die Straße sperren, einen Kranwagen hinstellen, das lohnt nicht. Aber plötzlich spielen die Betriebskosten, sind oft die zweite Miete, vor allem in Niedrigmietmärkten. In Frankfurt, wo ich 20 Euro am Quadratmeter Miete bekomme, ist das noch relativ überschaubar, wenn für eine 50 Quadratmeter Wohnung die Betriebskosten nicht mehr 3 Euro kosten, sondern 6. Das heißt im Klartext nicht 150 Euro, sondern 300 Euro. Aber in einer Stadt wie Duisburg oder in einer Stadt wie Leoben oder in einer Stadt meinetwegen irgendwo in der Pampa oder so weiter, wo ich für eine 50 Quadratmeter Wohnung nur 300 Euro Miete bekomme, kosten plötzlich die Betriebskosten nicht mehr 150, sondern 300 oder 350 Euro. Und die Mieter können es nicht mehr zahlen, weil in solchen Plätzen sind die meisten Mieter arm, leben vom Sozialamt oder haben nicht viel Geld. Und dort gibt es auch Leerstand. Weil natürlich gerade in solchen Plätzen, wieso sind die Mieten niedrig? Weil es viel Leerstand gibt. Ja? Siehe St. Pölten beispielsweise. Ja? 6, 7 Euro Miete, Netto-Miete. Und wenn ich viel Leerstand habe, dann können Leute aus. Irgendwo sich entweder die Miete senken oder Leute ziehen aus. Ganz einfach. Und das heißt, es kann sein, dass ich in solchen Lagen schlicht und einfach ein Drittel weniger Miete bekomme, weil die Betriebskosten so hoch sind und dass ich dann richtig in die Bredouille komme und die Immobilien eben nicht mehr viel wert sind. Deswegen keine schlechten Lagen kaufen. Die Leute, die es vor einigen Jahren noch geraten haben, leben teilweise schon in Costa Rica zur Selbstfindung. Man könnte es auch anders interpretieren, weil sie dem Insolvenzverwalter weglaufen wollen. Weil einige von denen sind bereits insolvent. Mehrere werden folgen. Betriebskosten indirekt auch damit zu tun, aber die EU hat etwas beschlossen, dass alle Gebäude, auch Eigenheime wohlgemerkt, und da kann man nichts von der Steuer abschreiben, bis 2030 auf Energiestandard E kommen müssen und bis 2033 auf Energiestandard D. Ansonsten drohen entweder Vermietungsverbote, Sanierungsverpflichtung im Grundbuch eingetragen oder auch alternativ, dass die Heizkosten vom Vermieter getragen werden müssen. Das heißt, nichts Gutes. Das heißt, plötzlich die Klimapolitik, die die EU macht, wird für viele Leute ein Armageddon werden. Wiederum, in guten Lagen nicht so tragisch, in schlechten Lagen eine Tragödie. Weil auch in Leoben oder in St. Pölten kostet das Fenster nicht so viel, oder die neue Heizung nicht so viel weniger als in Wörgl oder in Kufstein. Oder habt ihr schon gesehen, dass die Gmündner oder die St. Pöltener Heizung so viel billiger ist als die Kufsteiner Heizung? Nein. Also. Aber dort kriege ich das Doppelte Miete in Kufstein oder Wörgl. Mehr Miete wohl gemerkt als in Wien. Ja? Das heißt natürlich, dass in solchen Gegenden es sehr, sehr schwierig wird. Allerdings sollte man auch das Thema energetische Sanierung auch als Chance sehen. Vor allem, wenn man ordentliche Immobilien hat. Wenn man Dreck hat, Gnade Gott, rufe schon den Insolvenzverwalter an oder den Insolvenzberater. Wenn du gute Immobilien hast, hast du mehrere Themen. Du erhöhst den Wert der Immobilie. Nummer zwei,
es kostet auch nicht so wahnsinnig viel. Viele Leute werden jetzt alle verrückt, gerade in Österreich, wollen jetzt alle Solarpanels haben und Preppen und Selbstversorger, lauter Blödfuck. Wenn dein Energieausweis auf F ist und ich tausche die Heizung, beziehungsweise oft nicht einmal die Heizung, nur den Brenner, das kostet 6.000, 7.000 Euro für ein Haus, ja? Kann schon sein, dass der Energieausweis auf D ist. Und dasselbe gilt noch Fenster, die kosten auch nicht so viel und eine Dachdämmung kostet vielleicht 25.000 bis 35.000 Euro. Das war's. Dann bist du auf Energieausweis D. Außer du hast wirklich so rostbraune Energieausweise, so wie ein rostiges Fahrzeug, wenn man mit dem Kugelschreiber durchfährt und dann durch Schwarzico durchkommt, aber das wäre dann wirklich nicht gut. Aber in den meisten Fällen werden die Gefahren und überschätzt, solange du in werthaltigen Lagen Immobilien hast. In Bregenz, was auch die attraktiveren Standorte sind, oder in Feldkirch, oder in Wörgl oder in Kufstein, mit 14 Euro Miete am Quadratmeter, dort lohnt sich das schon. Und du hast auch gewisse steuerliche Vorteile, wenn du die Sanierung natürlich als Kapitalanleger, nicht als Eigenheimbesitzer wohlgemerkt, von der Steuer absetzen kannst. In Deutschland ist es aber lustiger, weil in Deutschland subventioniert das auch noch der Staat. Und du kannst die Sanierungskosten auch auf den Mieter umlegen und du kannst sie sofort von der Steuer abschreiben. Deswegen ist das Spiel in Deutschland auch etwas lustvoller. Da gibt es nämlich die BAFA und die KfW, die noch ordentlich Geld in den Arsch schieben und die Dinge fördern. In Österreich gibt es das leider noch nicht. Vielleicht kommt es einmal. Vielleicht muss man Stoßgebete an die Regierung richten, dass sie auch das machen. Wir werden sehen. Aber Tatsache ist, dass es sich auch für Angestellte lohnen kann, solche Deals zu machen, weil du damit deine Steuerbelastung senkst. Und auch in guten Lagen eine vollenergetische Sanierung eines Gebäudes kostet etwa 150.000 Euro. Sagen wir Frankfurt, Mehrfamilienhaus in Frankfurt kostet 2 Millionen, energetisches Vollsanierung 150.000 bis 200.000 Euro. Das sind 10%. Das ist Geld, ja, aber es zahlen teilweise andere Parteien. Und die Immobilie wird werthaltiger, weil natürlich viele Fonds und Banken und andere Kapitalanleger nur mehr sogenannte ESG-compliante Gebäude kaufen dürfen, also Gebäude, die energetisch effizient sind. Das Thema Buschfeuer und Naturkatastrophen wird auch immer häufiger. Ich kann mich noch erinnern, wie ich 2019 wollte ich nach Sydney fliegen. Und da war der Ring of Fire, wer kennt das Lied? Der Ring of Fire. Das habe ich in Sydney erlebt, deswegen habe ich dann auch nach Melbourne umgebucht. Und selbst dann sind die Rauchschwaden aus Canberra sind nach Melbourne gekommen und ich musste weiter Westen fahren. Und ich kann mich erinnern, Anfang 2020 habe ich einen Live-Chat gemacht auf Instagram und YouTube, da mich einige als Kommunist bezeichnet und als Grüner, also eine schwere Beleidigung selbstverständlich, wie ich gesagt habe, achtet auf die Wetterextreme. Mittlerweile, das ist einer der Typen, die mich damals als Kommunist beleidigt haben, und das ist eine Ehrenbeleidigung, wohlgemerkt, ja, hat mich dann verzweifelt angerufen, wie plötzlich in Belitz, im Speckgürtel von Berlin oder in der Sächsischen Schweiz, plötzlich Buschfeuer ausgebrochen sind. Oder einer meiner Freunde in Hallein hat auch Wohnungen, da hat plötzlich das kleine Bächlein, ist plötzlich ein reißender Fluss geworden. Die Dinge werden häufiger. Und wer von euch hat schon mal ein Auto in Mallorca gemietet? Wer von euch hat ein Auto in Mallorca gemietet? Was hat man in Mallorca für, was passiert da, wenn man Auto mietet? Ja, dass recht heiß ist drüben und so. Und ja. Das. Ich habe eine andere Frage. Braucht ein Auto Räder? Natürlich, ja. Sonst steht's, was? Sonst ohne Räder fährt ein Auto nicht, was? Oder habt ihr ein Auto gesehen, was ohne Räder fährt? Nein. Braucht ein Auto Fenster normalerweise? Per Definition? Natürlich, ja. Weil sonst ist es ein Buggy. Ja? Aber in Mallorca die Versicherung glaubt, dass ein Auto keine Räder braucht, keine Fenster, keine Spiegel, keine Stoßstangen und ähnliches, weil die sind alle nicht versichert. Und wenn du die Versicherung haben willst für das, dann zahlst du nochmal so viel wie die Automiete. Das ist Mallorca oder Malaga Versicherung. Und so wird es bei den Immobilien gehen. Vor allem in wetterextremen Lagen. Die Versicherung wird einmal bezahlen, das zweite Mal wird sie eine Versicherung haben mit 20% Selbstbehalt. Und sie wird nur die Gebäudehülle versichern, aber nicht das Interieur, nicht das Badezimmer, nicht die Möbel, nicht den Mietentgang und auch sonst nicht allzu viel. Und manche Gebäude wird sie gar nicht versichern, wie das in Amerika bereits der Fall ist. Die werden dann wertlos. Das heißt, wenn ich beispielsweise am Wasser kaufe, beispielsweise in Steyr ist ein gutes Beispiel, ja? Passau, wer war schon mal in Passau? Ist es vielleicht auch ganz gut, ein Boot in der Garage zu haben in manchen Plätzen, so wie in Venedig, dass man auch, wenn eine Flut ist, entsprechend verkehrstüchtig ist. Für das Gebäude ist es natürlich nicht sehr gut, wenn es innen nass ist und das wird häufiger passieren. Erinnert euch, wie die Salzach fast über die Ufer getreten ist oder der Inn?
diese Dinge sind durchaus gefährlich. Und in exponierten Lagen, sei es wo häufig Sturm ist, Hagel, Tornados, Überflutungen, Hanglagen, so schön die sind. Hanglagen sind schön, solange es nicht abrutscht. In Stuttgart wollte ich mal ein Haus kaufen, das hatte schon erste Risse. Der Gutachter hat mir gesagt, der Hören kaufen Sie das nicht. Die Aussicht ist schöner, wenn es mal ordentlich regnet, rutscht das Gebäude ab und das kostet 1 Million an Schaden. Das heißt, achtet darauf, in keinen wetterexponierten Lagen zu kaufen. Auch am Meer nicht. Es wird alle da, Dubai steht herum, der ganze Bullshit. Ja, das ist auch ein Zeichen, dass bald platzen wird übrigens. Ja. Manche gehen auch nach Nordzypern, wo man auch noch politische Risiken hat. Ich weiß nicht, was daran so attraktiv ist. Ja. Kann auch in London kaufen, wenn man im Ausland kaufen will. Ich muss nicht nach Nordzypern gehen. Aber bitte, jetzt rennen alle hin. Dubai Immobilien, die Papageien. Ja. Aber Tatsache ist, dass diese wetterexponierten Lagen tatsächlich ein Problem werden. Und viele der Immobilien werden wertlos oder deutlich höhere Betriebskosten durch die Versicherung und die Schäden haben und der deutlich entwertet. So schön kann die Aussicht gar nicht sein und das Wasser. Kauft sowas nicht. Die Inflation ist ein Double-Edged Sword. Die Inflation werden wir auch dauerhaft etwa auf 5-6% behalten, aus schlicht einfach folgendem Grund. Unsere Welt ist verrückt geworden. Wir tun Krieg führen. Wir tun Panzer produzieren, anstatt produktive Dinge. Und sie dann nach irgendwo, ich weiß nicht, was damit gemacht wird. Man sollte vielleicht die Grünen oder die, die es propagieren, auch fragen, ob ein Panzer wirklich eine gute Lifecycle-Ökonomie hat und ob er entsprechend umweltfreundlich ist. Vielleicht müssen wir jetzt einen umweltfreundlichen Elektropanzer produzieren. Ja? Ja? Oder vielleicht müssen wir dann auch noch umweltfreundliche Raketen produzieren. Ich weiß nicht, vielleicht fliegen die dann mit einem Mindset. Ja, vielleicht oder mit Gras oder Kokain, ich weiß nicht. Ja. Aber Tatsache ist, dass unsere Welt etwas verrückt geworden ist. Wir deglobalisieren, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Die Leute, die Welt funktioniert, die Politik ist verrückt geworden in allen Ländern der Welt. Und gleichzeitig werden auch die Leute faul. Und Wohlstand kann nicht geschaffen werden, indem 20% der Bevölkerung oder 25% der Bevölkerung nur bei Teilzeit arbeiten, selbst finden, Yoga machen und nichts tun. Weil dann wird irgendwann niemand mehr ein Essen kochen im Restaurant. Niemand wird mehr ein Flugzeug fliegen, ja, und niemand wird mehr ein Haus bauen und ein Auto produzieren. Das geht nicht. Und wir haben derzeit eine Generation, die nennt sich Generation irgendwas, Selbstfindung, Great Resignation, lauter Bullshit. Und da das in allen westlichen Ländern und auch in einigen Emerging Markets der Fall ist, haben wir nicht mehr eine Überflusswirtschaft, sondern eine Mangelwirtschaft. In der Vergangenheit hat die Zentralbank Geld gedruckt, es war mehr Geld im Markt und da war eine Nachfragegröße nach Flugreisen, nach Gebäuden, nach Autos und es wurde mehr produziert. Dann hat am Ende mehr Wohlstand. Jetzt ist aber so, dass die Zentralbank Geld druckt und nicht mehr produziert werden kann, weil wir Äcker mit Panzern befahren, weil wir irgendwelche Politik machen, wo wir uns einschränken und den Wohlstand senken, weil die Leute nicht mehr arbeiten und weil es einfach nur weniger Autos oder was gibt oder weniger Flugzeuge und mehr Geld wird gedruckt, dann steigen einfach die Preise. So einfach ist das. In der Immobilienbranche hat das aber dramatische Auswirkungen. Und ich möchte das am Beispiel von Amerika erklären aus den 70er Jahren, wo wir 15% Inflation hatten, 15% Arbeitslosigkeit und Ähnliches. In New York, in Boston, in Chicago, in Buffalo, in Detroit, mit hoher Arbeitslosigkeit, wo die Polizei gesagt hat, geht's nicht nach New York, ihr werdet erschossen. Höhere Mordrate als in Caracas heute. Sind die Immobilienpreise um 80% gefallen. Es gab starke Mietkontrollen vom Gesetzgeber und die Leute haben ihre Gebäude abgebrannt. Die Wirtschaft war schwach, die Leute sind abgewandert. In Florida und in Texas gab es auch Inflation, aber dort gab es das Ölgeld oder das Drogengeld in Florida. Die haben alle Rolls-Royce aufgekauft, die man in New York nicht verkauft hat. Und dort haben sich die Immobilienpreise vervierfacht. So extrem wird es nicht sein, aber die Inflation wird die Immobilienwelt in zwei Teile teilen. Einen Teil wird sein mit Wohnungsmangel, beispielsweise im Rheintal oder im Inntal, weil das kann ich nicht sprengen, oder auch in vielen Teilen Deutschlands. Wo es Wohnungsmangel gibt, kann ich die Mieten erhöhen, weil natürlich, es wird nichts mehr gebaut, quer nach dem Motto, wird das Eigenheim nicht mehr finanziert, kommt ein neuer Mieter hereinspaziert. Es gibt jetzt schon Wohnungsmangel, der Wohnungsmangel wird sich verstärken. Was passiert? Mehr Geld wird gedruckt, die Mieten steigen mit der Inflation oder mehr. Mittelfristig werden auch die Preise der Immobilien dann steigen mit der Inflation. Habe ich aber Wohnungsüberschuss wie in Graz, in Leoben, in St. Pölten, passiert das Gegenteil. Dort kann ich die Mieten nicht erhöhen,
weil ich zu viel gebaut wurde. Die Betriebskosten steigen mit der Inflation teilweise mehr und ich werde am Ende zermalmt und zerdrückt und meine Immobilie wird immer weniger wert. Das heißt, wo Wohnungsmangel besteht, werde ich durch die Inflation meine Taschen voll stopfen. Wo Wohnungsüberschuss besteht, werde ich pleite gehen. In ganz einfachen Worten. Und zusätzlich ist auch die Gefahr einer politischen Regulierung, weil Politik kann auch so dumm sein und noch so dumme Sachen machen, wenn es keine Wohnung gibt, mehr Leute wollen das und es gibt mehr Zuwanderung, dann führt das unweigerlich dazu, dass die Wohnungsnachfrage steigt und dass der Markt seinen Weg findet, egal wie. Ja? Wird dann vielleicht wieder IKEA-Küchen für 50.000 Euro geben oder Rolex-Uhren werden den Arm wechseln, was auch immer. Aber die Gefahr ist relativ gering, außer du hast Wohnungsüberschuss. Und jetzt sind wir auch beim nächsten Thema. Speziell in vielen deutschen Städten, aber auch in manchen österreichischen, gibt es einen Wohnungsmangel, in anderen gibt es einen Wohnungsüberschuss. Weil eben nichts mehr gebaut wird. Die Bautätigkeit ist eingestellt. Weitgehend die Eigenheime werden nicht mehr gebaut, weil sie nicht finanzierbar sind. Und damit steigen die Mieten in manchen Bereichen. Aber nehmen wir ein Beispiel. Wie viele Einwohner hat St. Pölten? Wie viele Einwohner hat St. Pölten? 50.000 ungefähr. Wie viel hat Dornbirn? Auch ungefähr 50.000. Wenn ich in St. Pölten eine Mietwohnung will, habe ich die Auswahl zwischen 800 oder 900 Mietwohnungen. Wenn ich in Dornbirn eine Mietwohnung will, habe ich die Auswahl aus etwa 60 bis 70. Ist Graz kleiner als Berlin? Ja oder ja? Graz hat mehr Mietwohnungen im Angebot als Berlin. Ja? In der Stadt Lübeck, in Deutschland, im hohen Norden, gibt es auf 200.000 Einwohner ganze 80 Mietwohnungen. Was muss ein Mieter da machen, wenn er eine Wohnung will? Er muss sehr, sehr höflich sein und bitten, dass er eine Wohnung bekommt. Und eine falsche Aussage und weg, der nächste bitte. Weil es gibt keine. Und der Wohnungsmangel wird sich verschärfen. Ich kann meine Mieter als Vermieter auswählen. Und die Preise werden steigen, die Mieten. Da kann man ein Bieterverfahren für den Mieter machen. Das machen wir teilweise, auch in Frankfurt. Mieter müssen sehr höflich sein, auch im Speckgürtel von Berlin. In Königs Wusterhausen gibt es 33.000 Einwohner, wo ich gerade ein Haus baue. Das ist beim Tesla-Werk dort. Es gibt 18 Mietwohnungen im Angebot. Hat der Mieter dort eine große Auswahl? Einzimmerwohnungen haben eine Miete von, eine 30 Quadratmeter Wohnung hat eine Netto-Miete von 600 Euro. Wir hatten 150 Anfragen. Der Mieter muss sehr höflich sein. Wenn nicht höflich ist, danke, tschüss. In St. Pölten geht das nicht. In St. Pölten musst du zum Mieter gehen. Sagen, lieber Mieter, bitte, bitte, miete meine Wohnung. Auch in Leoben, auch in Chemnitz, in lauter Dreckslagen. Bitte, Mieter, komm zu mir, wo zu viel gebaut wurde. Und da kannst du nicht die Mieten erhöhen. Deswegen kauft es keinen Dreck. Und die Unterschiede in den Bewertungen werden genauso wie durch die energetischen Maßnahmen dramatisch werden. Weil die Inflation wird bestehen bleiben, weil Leute nicht mehr arbeiten wollen und die Politik verrückt geworden ist auf weltweiter Basis. Und das geht nicht. Das führt nicht zu Wohlstand, sondern zu Mangelwirtschaft. Die Auswirkungen natürlich sind verschieden. Bestandshalter, es kann eine gute Zeit sein, dazu komme ich gleich. Immobilienhändler werden erst wieder in eineinhalb Jahren beginnen, ein Geschäft zu machen, bis sich der Markt eingependelt hat. In der Zwischenzeit werden viele pleite gehen. Fast alle Bauträger haben Probleme. Und die Immobilienmakler müssen wieder was arbeiten. Die können nicht mehr zuteilen, die müssen wieder was tun. Und vielleicht auch ein Thema, was wir oft unterschätzen, ist das Thema ESG. Wer hat schon mal ESG gehört? Environmental Social Governance. Jede Bank, wenn du heute eine Immobilie kaufst und einen Kredit ansuchst, muss heute prüfen, ob du ESG-compliant bist. Das heißt, ob du Environmental Social Governance. Das heißt, idealerweise hast du energieeffiziente Häuser und Elektrofahrzeug, was der Staat natürlich großzügig subventioniert. Zusätzlich bist du natürlich auch divers, hast vielleicht Leute mit 4 Geschlechtern in der Firma und ja, vielleicht auch dreifach gefärbten Haaren. Ja? Und hast auch eine Governance. Das Problem ist, wenn du das nicht machst, wird irgendwann die Bank sagen, du brauchst nicht 10 oder 20% Eigenkapital, sondern 40% Eigenkapital. Und du zahlst nicht mehr 3,7% Zinsen, sondern 5,8% Zinsen. Und irgendwann wird die Bank sagen, wir wollen sie nicht mehr als Kunden und sie bekommen gar keinen Kredit. Und irgendwann wird Facebook kommen und sagen, wir schließen dein Konto oder Instagram. Und im nächsten Schritt wird es dann so sein, dann wird es eine Digital Bank Central Currency geben und du willst Rindfleisch essen, der Staat sagt, dein Cholesterin ist zu hoch. Und dein CO2-Abdruck ist so schlecht, du darfst nicht kaufen. Außer
Du hast deine eigene Firma. Für die Leute gilt die Regel nicht, ziehe Corona. Aber Immobilien sollte man das berücksichtigen, dieses Thema. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Und energetisch sanierte Gebäude, die diese Standards erfüllen, in Deutschland die KfW-Standards, werden deutlich werthaltiger sein als andere. Weil sie mehr Käuferschichten haben und es da zu wenige davon gibt. Die Banken sind im Gegensatz, zumindest kann ich das jetzt noch sagen, vielleicht ändert sich das nächste Woche. Aber bis jetzt sind die Banken im Gegensatz zu 2008 nicht geschlossen. 2008 waren sie zu. Da wollte keine Bank irgendeinen Kredit vergeben. Goldman Sachs musste 15% Zinsen zahlen, die Daimler AG 10%. Das waren wilde Zeiten. Wir werden sehen, ob es noch zurückkommt. Derzeit schaut es nicht danach aus, weil die Regulatoren auf die jetzige Bankenkrise sehr rasch reagiert haben. Sowohl in Silicon Valley Bank durch die Garantie der Einlagen, als auch, dass die Credit Suisse praktisch vom Staat garantiert wird und von der UBS übernommen wird. Aber wir haben noch nicht das Ende gesehen. Seid wachsam. Aber derzeit kann man auch sagen, dass die Banken durchaus offen sind, Geschäft zu machen. Wenn du seriös wirtschaftest und keine 100, 110, 120% Finanzierung machst, die alle Gaga gemacht haben, ja, wo Leute geglaubt haben, kaufen, verkaufen, wisch, weg, nichts tun, Geld verdienen, die Zeiten sind vorbei. Aber wenn du solide arbeitest, wirst du trotzdem eine Bankfinanzierung bekommen. Die Banken wollen Geschäft machen, weil ihnen das Immobilienfinanzierungsgeschäft, was etwa 50% ihres Gesamtgeschäfts ausmacht, weggebrochen ist. Und der heutige Immobilienmarkt schaut so aus. Vor zwei Jahren waren lauter dumme Kühe. Mu, 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 mu. Zinshäuser in Wien zum Faktor 50, ja, 1% Rendite, 0,5% Rendite. In Frankfurt haben Leute umgeschaut und gekauft zum Faktor 35. In München zum Faktor 40. Nach 5 Minuten haben sie das gleich gekauft, niemand hat besichtigt. Mu, 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 mu. Ich will, kaufen, kaufen, kaufen. Leute haben Wohnungen vom Plan gekauft für 10.000, 12.000, 15.000 Quadratmeter. Alle waren deppert. Und plötzlich schaut die Wiese wieder so aus. Wie vor 10 Jahren, da kann man noch erinnern. Da hat mich damals mein Makler, habe ich in Frankfurt in der Schellingstraße, das ist ganz zentral in Frankfurt, so wie 6. Bezirk in Wien, habe ich 3 Wohnungen mir angeschaut, die haben damals 180.000 gekostet. Und zusammen. Und der Makler hat angerufen, wir hören, kommen uns ohne dies zum Besichtigungstermin, bei der Provision können wir reden. Aber nicht nur das, sondern er hat mich da gefragt, hören, was wollen Sie mit den hässlichen kleinen Löchern? Und ich habe gesagt, Miete kassieren, den Kredit abbezahlen und davon leben. Ja? Und heute ist der Markt wieder so, die Makler rufen an, sind ganz höflich. Es gibt noch ganz wenig Wettbewerb. Die Wiese ist saftig grün. Man kann plötzlich wieder gute Objekte überall bekommen. Werden angeboten ohne Ende. Auf ImmoScout stehen auch Fantasiepreise, aber wenn du sagst, ich zahle mal 30% weniger. Früher hätte er gesagt, zahlen Sie 30% mehr. Und heute sagen sie, oh ja, ja, wir können eh reden. Vielleicht nicht 30%, machen nur 25% Rabatt. So sind die heutigen Zeiten und ich weiß, ich werde jeden Tag neue Objekte hereinbekommen, in den besten Lagen von Frankfurt, von München, von Berlin und so weiter. In Deutschland ist es etwas schneller, aber in Österreich wird es dafür umso schärfer ausfallen. Ja? Das heißt, solche Zeiten sind immer gut. Wenn die ganzen Trotteln weg sind und die ganze Wiese verteuert ist, will ich nicht kaufen. Wenn die Wiese grün ist und keine Kühe mehr da sind, dann ist Zeit, Schnappi zu machen. Und Schnappi-Zeit ist jetzt am Immobilienmarkt, wenn du Bestand aufbauen willst. Und das Beste sind hässliche kleine Löcher, wie ich sie nenne, nämlich kleine Einzimmerwohnungen. Die meisten wollen darin vielleicht nicht leben, aber Tatsache ist, dass sie das beste Geschäft sind. Sie lassen sich am leichtesten vermieten. Selbst im Speckgürtel von Berlin. Für die Einzimmerwohnung haben wir 150 Anfragen, für die Dreizimmerwohnung nur 30 Anfragen. Es gibt mehr arme Leute als reiche Leute. Und auch die Betriebskosten von so einem kleinen hässlichen Loch sind nicht hoch. Meine kleinste Wohnung, wie glaubt ihr, groß ist die? Meine kleinste Wohnung? Nein, die ist zu groß. Das ist schon Executive. 14 Quadratmeter. Die kostet aber Netto-Miete von 320 Euro plus 50 Euro Betriebskosten. Also 370 Euro, nicht viel in Frankfurt. Aber das sind 22 Euro im Quadratmeter Netto-Miete. Aber trotzdem kann sich jeder leisten, weil die Alternative wäre im Baumhaus, in der Hundehütte oder in der Obdachlosigkeit zu leben. Die Nachfrage ist riesig. Und heute bekommst du in vernünftigen Lagen, vor allem in Deutschland, aber beginnend auch in Österreich, in Kufstein, in Wörgl, in Jenbach, in Feldkirch, in Lauterach und ähnliches, wo es Wohnraummangel gibt, hässliche geile Löcher, um die 100.000 Euro und teilweise auch günstiger. Auch in manchen Lagen von Wien werden sie schon, kommen sie schon. Und viele sagen, ja, aber die Zinsen sind ja so hoch, es ist schon richtig.
Du zahlst heute mehr Zinsen. Aber dazu zahlst du ein Drittel weniger Kaufpreis und du hast zwei weitere Vorteile. Die Kaufnebenkosten, die eigentlich nur in die Luft, das ihr Geld verbrennen, sind ein Drittel weniger, manchmal sogar noch weniger, wenn der Makler was nachlässt, weil er höflich ist oder Geld braucht. Und zusätzlich nach 10 Jahren, wenn die Fixzinsbindung ausläuft, hast du ein Drittel weniger Schulden. Das ist dieselbe Immobilie mit ein Drittel weniger Schulden. Das ist doch viel geiler. Jetzt ist Stapi Times, Leute. Und mit 20.000 Eigenkapital bist du dabei. Das heißt, jeder, der nicht Work-Life-Balance studiert hat, nicht Selbstfindung, nicht Yoga, den ganzen Scheiß, sondern der fleißig und geschäftstüchtig ist, kann das machen. Jedes Jahr ein hässliches kleines Loch kaufen mit 20.000 oder 15.000 Euro Eigenkapital, hast du nach 10 Jahren ungefähr 50.000 Mieteinnahmen und bist nach 20 Jahren garantiert Millionär. Außer du bist deppert am Weg dorthin, hast Scheidung, du musst Gluck-Gluck machen, Wintereinbruch im Sommer, Casino spielen, ja, herumvögeln, ja, drei Lebenspartner und ähnliches, ja, die teuer sind. Dann natürlich nicht, ja, Palastbau, Bootsbau, Fußballpräsidentschaft, also alle Dummheiten. Aber wenn du das nicht machst, kannst du eigentlich mit der Strategie gar nicht verhindern, mit hässlichen kleinen Löchern, wenn du jedes Jahr eines kaufst, schon Millionär zu sein. Wenn du jedes Jahr fleißiger bist und mehr arbeitest und nicht 40 Stunden, was ein Teilzeitjob ist, sondern 80 oder 60, dann kannst du jedes Jahr 2 oder 3 kaufen. Und dann bist du Multimillionär nach 20 Jahren, bist abbezahlt, hast 100 oder 150.000 Mieteinnahmen. Während die anderen über Altersarmut nachdenken, kannst du, wenn dein Chef mühsam ist, kannst sagen, ja, leck mich, fuck you. Oder ein Kunde, das ist mein Immobilienbesitz, ich muss nicht arbeiten. Und wenn das Wetter schlecht ist und die anderen sich schon vor Sorge machen, dass sie sich wärmer anziehen müssen, weil sich die Heizkosten nicht mehr leisten können, sagst du, bye bye, ich fliege jetzt nach Gran Canaria oder nach Miami. Wer nach dem Motto Miami Calling. Das ist die Möglichkeit. Jeder kann das machen, der fleißig und geschäftstüchtig ist. Nur keine Work-Life-Balance, keine Selbstfindung und keine 30-Stunden-Wochen. Das führt direkt zur Armut. Da wirst du nicht einmal einen Dacia leisten können, sondern vielleicht mal mieten. Musst du den Gürtel enger schnallen. Und dich warm anziehen, weil du die Heizkosten nicht mehr leisten kannst. Dann kommt der nächste Klimalockdown, dann kannst du dich auch entsprechend einsperren lassen. Ich würde lieber energetische, effiziente Häuser bauen mit staatlichen Subventionen. So profitiert man von das Klima mehr. Und du verdienst viel Geld dabei. Speziell in Deutschland. Wie gefällt euch das linke Haus? Ist das nicht wunderschön? Wer würde gerne hier, wem gefällt dieses linke Haus? Seht ihr nicht die blau-graue Fassade? Und die orange-gelben Balkone, wunderschön. Ein 20-Parteien-Haus von mir in Offenbach, ich habe einige von solchen Häusern. Ja. Der Energieausweis ist sogar grüner als das Gelb oder Orange. Die Fassade ist wärmegedämmt, viele Einzimmerwohnungen, das Haus eine Gelddruckmaschine. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Mieten erhöhen kann. Mittlerweile geht es aber auch im Speckgürtel. Rechts sind zwei Häuser von mir im Speckgürtel von Berlin. Wohlgemerkt gut verkehrstechnisch angebunden. Ich bin extra den Weg zum Bahnhof höchstpersönlich gegangen, weil viele Makler glauben, du bist Marathonläufer, wenn sie die Entfernung zum Bahnhof angeben. Und ich habe natürlich auch die Infrastruktur angeschaut, ob man was einkaufen kann und so weiter. Nicht, dass ich selbst jeweils in den Supermarkt gehen würde, aber ich wollte zumindest schauen, welchen Weg meine Mieter gehen. Ja? Und auch diese Cases werden seit Corona wichtiger. Das heißt, gut verkehrstechnisch angebundene Speckgürtellagen sind ebenfalls ein interessanter Investment-Case. Aber der Zug muss zumindest 2-mal in der Stunde ins Stadtzentrum fahren, idealerweise 4-mal. Und er darf nicht länger als 1/2 Stunde bis 40 Minuten brauchen. Landerteier ist noch zu weit weg. Das ist eine Stunde, das ist eine Odyssee. Da muss man noch vorsichtig. Auf der anderen Seite, die Pottendorfer Linie, wie die jetzt ausgebaut wurde, ausgebaut wird auf zweigleisig und 1/4 Stunde zum Hauptbahnhof, dort sind die Preise um 60% gestiegen. Und der nächste Punkt ist, ich habe ja gefragt, wer will einen Dacia fahren? Niemand will einen Dacia fahren. Wer will gerne einen Aston Martin fahren? Oder einen Ferrari? Als Immobilieninvestor möchte ich keinen Ferrari. Und auch keinen Aston Martin, weil der ist zu grazil. Das sind die A-Lagen. Die sind meistens noch zu teuer und die Mietrenditen sind zu gering. Sondern das beste Geschäft machst du derzeit in wirtschaftlich starken B-Lagen, wo wenig Platz ist, wo Zukunftsjobs sind, die klimatisch nicht so exponiert sind, wo Zuwanderung ist und wo die Politik nicht deppert ist. Also keine Bremer Stadtmusikanten. Vorarlberg ist ideal, da gibt es keinen Platz, da gibt es fleißige Leute, da gibt es eine starke Wirtschaft, diversifiziert, nicht nur ein Arbeitgeber. Und weißt du, was man sagt für Leute, die nicht arbeiten wollen in Vorarlberg und für zu Kommunisten? Gesagt, sie sollen alle nach Wien und Berlin gehen, dort ist der richtige Platz für sie.
oder vielleicht noch nach Eisenstadt oder Bremen. Ja? In solche Plätze sind ideal zum Investieren. Eine starke, diversifizierte Wirtschaft, Zuwanderung, vernünftige Politik, keine Trottelwirtschaft, ja, und Ähnliches. Und dann kannst du auch noch mit steuerlichen Optimierungen auch noch einiges machen. Das gilt, wie gemerkt, sowohl für die Speckgürtellagen als auch für die B-Lagen. Und Deutschland ist halt besser, weil Deutschland hat etwa 70 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Und viele von euch haben vielleicht, wer von euch war schon in Lübeck, in Bielefeld, in Offenbach, in Mainz, in Bonn, in Heilbronn, in Flensburg? Hätte ich schon mal Verkehrspunkte abholen müssen, weil dort werden die Verkehrspunkte vergeben. Im Speckgürtel von Berlin oder Hamburg, in Ahrensburg zum Beispiel, in Mönchengladbach. Ja, da gibt es alle welche großen Städte, alle 100.000 Einwohner mehr. Mainz, Mannheim und so weiter. Da kann man in vielen Märkten hässliche Geldlöcher unter 100.000 Euro kaufen. In Österreich ist es primär jetzt, was attraktiv ist, das Inntal und das Rheintal. Das heißt, vielleicht wirklich Country Road, Take Me Home sollte heißen, Richtung Westen. Ja? Und ein interessanter Markt in Österreich, der vielleicht besser ist als sein Ruf, ist mittlerweile Klagenfurt. In Kern wurde viel wenig gebaut, weil es so arm ist. Ist zwar schön im Sommer, aber da war komische Politik, ja, so rechtsradikale Politik in Kärnten und so komische Autobahnbau hat immer das Doppelte gekostet, ja. Der Dialekt hat man auch nicht verstanden, ja. Und da hat irgendwie niemand gebaut. Da ist nichts investiert worden. Was aber dazu führt, dass mittlerweile Klagenfurt und viele auch eher einen Wohnraummangel haben, im Gegensatz zu Graz. Graz hat Wohnraumüberschuss in Leoben, da waren die Verrückten am Werk. Aber in Klagenfurt gibt es manchmal hässliche Geilöcher um 60.000 Euro oder in Villach. Das kann im Einzelfall durchaus eine Portfoliobeimischung sein. Und jetzt kommt noch die Choralmbahn nach Wien. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen Graz und Klagenfurt, würde ich heute nach Klagenfurt fahren. Ja? Aufpassen auf der Autobahn, es gibt viele Radarboxen. Auch das ist ein Erbe der Kärntner Verkehrspolitik. Wonach kaufe ich jetzt und wie wähle ich Immobilien aus? Und da habe ich drei Teile davon. Das eine ist L, die Lage. Das zweite ist Z, der Zustand. Und das dritte R ist, ob sich's rechnet. Wo kaufe ich? In gut wirtschaftlich starken B-Lagen, wo es viele Zukunftsjobs gibt. Ich schaue mir das BIP pro Einwohner an. Ich schaue mir an, wie ist die Diversifikation der Arbeitgeber? Gibt es wie in Ludwigshafen nur einen einzigen? Das wäre schlecht. Weil wenn der hustet BASF und die Leute vertreibt, dann geht es den Immobilienmärkten nicht gut. Habe ich viele Arbeitgeber, schaut es deutlich besser aus. Wie ist das BIP pro Einwohner? Ist das Bruttonationalprodukt für Einwohner hoch oder ist es niedrig? Wie ist der Sachstand? Wie ist die Arbeitslosigkeit? Kann man sich heute alles im Internet anschauen. Wie ist die Zuwanderung? Wie ist die Altersstatistik der Bevölkerung? Habe ich viele Sozialhilfeempfänger, die nur sagen, spare change please? Das will ich natürlich nicht. Habe ich Platz in der Stadt? In Stuttgart habe ich einen Kessel, den kann ich nicht sprengen. In New York kann ich nur in der Höhe bauen. Was kann in New York nur passieren? Wenn Leute zuwandern, gehen die Preise rauf. Viel mehr als in Atlanta beispielsweise. Auch hier vielleicht die Empfehlung, in Wien kann man viel zu viel bauen. Da ist noch viel zu viel Platz. Im südlichen Speckgürtel ein bisschen zu wenig, aber sonst ist unendlich Platz. Im Inntal, im Rheintal kann ich nicht bauen. Da ist kein Platz. In Frankfurt ist auch kein Platz mehr. Ja? Das sind ideale Städte. Öffentliche Verkehrsanbindung per Straße, per Flug und per Zug. Ich sollte mir die Fahrpläne der Bahn dann genau anschauen. Weil wenn jetzt beispielsweise eine Bahnlinie neu eröffnet wird, überlegt euch mal Tullnerfeld, was das gebracht hat. Oder die Westbahn nach Linz oder was die Choralmbahn in Klagenfurt machen wird. Das wird die Preise in die Höhe bringen. Vor allem, wenn auch der Semmeringtunnel gebaut wird und nicht Klagenfurt-Wien in 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 40 schafft, so wie in Salzburg. Das lohnt dann schon eher. Allerdings dumme Politik. Wer kennt diese Frau links? Das ist die Frau Lompscher aus Deutschland, die den Berliner Mietendeckel eingeführt hat, kann auch alles vernichten. Das beste Beispiel ist England und San Francisco. In England der Brexit und dann die Frau Truss, die das Budget in die Luft gesprengt hat und fast die englische Finanzindustrie und Pensionssystem. Ja, die Immobilienpreise sind dort halt leider gefallen, massiv. Auch in San Francisco, auf der Straße riecht es nach Urin. Wenn du Koks oder andere Substanzen haben willst, hast du mehr Auswahl als im Supermarkt an Lebensmitteln mittlerweile. Ja, die Kriminalität ist
exorbitant, die Steuern sind hoch, die Lockdowns waren stark, was am Ende bedeutet, dass alle Leute abwandern, obwohl dort Silicon Valley ist. Aber die Firmen wollen nicht mehr. Das heißt, zwangsläufig, solche Märkte sind nicht allzu dumme Politik, ist gefährlich. Solide Politik, wirtschaftsfreundlich, vermieterfreundlich und nicht dazu da, Leute, die nicht arbeiten wollen, überall nur zu unterstützen. So eine Politik ist für Immobilien gut. Auch auf solche Dinge aufpassen, das ist etwas, wo man schnell wirklich im Wasser stehen kann und das die Immobilien nachhaltig entwertet. Und dann muss man sich anschauen, gibt es einen Wohnungsmangel? Bei dem Wohnungsmangel schaue ich mir genau an. Das Business auf ImmoScout, wie viele Wohnungen angeboten werden. Sind 70 auf 50.000 Einwohner wie in Dornbirn oder 700 wie in St. Pölten? Und eine Statistik von etwa maximal 300 auf eine Mietwohnung zu mindestens 300 Einwohner ist so okay. Ja? Wenn es schlechter ist, sollte es das auf keinen Fall machen. Dasselbe gilt für die Mikrolage, in welchem Stadtteil ich kaufe. Auch da muss ich all diese Dinge beachten. Dann schaue ich mir natürlich den Zustand an. Erst am Freitag war ich jetzt wieder, ich habe weiße Haare gekriegt. Weißt du, wieso ich am Freitag weiße Haare bekommen habe? Ich habe nämlich, bin ich an der Kellerdecke angestoßen, wie ich Fotos gemacht habe, und da war alles weiß. Und dann habe ich noch einen Rostbad bekommen, weil ein bisschen was rostig war von den Trägern. Und dann hatte ich noch akrobatische Übungen. Ich bin ja nicht allzu gut im Turnen. Ich hatte eine Leibesübungsnote am Verhandlungstisch bekommen und musste dann in einen Dachstuhl klettern und mir anschauen. Und da war nämlich eine Wohnung schwarz gebaut. Das habe ich mir alles angeschaut, inklusive der Dachhaut und der Dachisolierung und Feuchtigkeitsstellen. Und wenn du eine Immobilie kaufst, musst du alles dir anschauen. Die Umgebungsbesichtigung, die Außenbesichtigung, die Innenbesichtigung, die Wohnungsbesichtigungen, ist sie quadratisch praktisch gut oder ist ein Schlauch? Kann ich jedes Zimmer einzeln begehen oder nicht? Was muss ich sanieren? Was muss ich in der Wohnung sanieren? Was muss ich im Haus sanieren? Was muss ich energetisch sanieren? Sind Schulden auf der Eigentümergemeinschaft? Und dann muss ich daraufhin auch die Unterlagen prüfen. Und wenn ich mir alles angeschaut habe, die Umgebung, die Außenhaut, ist die Fassade wärmegedämmt? Gibt es Risse? Steht im Hof das Wasser? Oder im Keller? Ja? Tropft schon aus den Rohren, ist der Stromzähler schon reif fürs technische Museum? Quiekt der Lift wie ein Frosch? Habe ich alles erlebt, ja. Ich bin schon mal bei einer Besichtigung am Lift stecken geblieben. Das war auch lustig. Hat 3 Stunden gedauert, bis ich wieder befreit war. Da habe ich dann gesagt, der Lift ist wohl sanierungsbedürftig. Preisabschlag 70.000 Euro. Ja, habe ich ihnen gleich gesagt. Ja, schon mal stecken geblieben. 3 Stunden. Ja. Und nachdem du das alles gemacht hast, schaust du dir auch gewisse Dinge an. Hochhäuser und Zweifamilienhäuser wollen wir nicht, aber auch bei Erdgeschosswohnungen und Dachgeschosswohnungen muss ich aufpassen. Eine Erdgeschosswohnung kann schön sein, mit Hochparterre und Eigengarten, aber sie kann auch seinen Rahmen verhuren, wo man nur einen thailändischen Massagesalon unterbringt. Ja? Rahmen verhuren heißt auf holländisch Raum zu vermieten und im Rotlichtviertel in Amsterdam gibt es solche Dinge, aber die eignen sich vielleicht weniger als Wohnung. Manche sind auch sehr feucht. Dachgeschosswohnung braucht man manchmal auch eine Regentonne, wenn es schlecht gebaut ist. Viele Dachgeschosse sind schlecht gebaut. Und im Sommer braucht man, ist es ein Saunabetrieb und im Winter ein Iglu oder ein Kühlschrank. Und deswegen braucht man sowohl eine starke Heizung als auch eine starke Klimaanlage. Die Betriebskosten werden zunehmend mit den Wetterextremen exorbitant. Dachgeschosswohnungen sind nicht mehr so attraktiv, wie sie mal waren. Viele sind ziemlich scheiße, vor allem wenn die Dachschrägen eher so sind, dass ein Lilliputaner und ein Kleinkind stehen kann. Und dann schauen wir an, rechnet sich das Ganze. Und am Anfang meiner Karriere habe ich immer einen Fehler gemacht, ich habe immer auf die Mietrendite geachtet. Aber vielleicht ein Beispiel. Ich kenne jemanden, der in Berlin Neubau-Apartments gekauft mit 5% Rendite vor 2 Jahren. Ist das gut oder gut? 5% Mietrendite in Berlin, Neubau. Er war ein Volltrottel. Ich habe gesagt, welche Henne hat dir ins Hirn geschissen? Eine möblierte 20 Quadratmeter Wohnung für 160.000 Euro in schlechter Lage. Möbliert an Mieternahme 35 Euro am Quadratmeter. Die Frau Lompsch hat gerade von 8 Euro oder 9 Euro gesprochen. Das ist nicht nachhaltig. Das heißt, zuerst achtest du, dass du günstig einkaufst und nachher achtest du erst auf die Mietrendite. Der Quadratmeterpreis ist immer das, was der Fall ist. Und jetzt solltest du ungefähr 30-35% unter den Angebotspreisen von ImmoScout kaufen. Das wäre der Idealzustand. Die Makler kommen dir 15-20% schon entgegen, den Rest musst du runterverhandeln. Oder richtig auswählen. Und vielleicht 2 Punkte.
Ich habe heute in manchen Städten bereits Landarbitrage. In Offenbach bekomme ich Häuser für 2.400 Euro am Quadratmeter. Wenn ich heute ein Haus baue, kostet das mehr. Das heißt, das Grundstück hat fast einen Wert von null. Das heißt, weil die Baukosten wesentlich höher sind, als was ich für die ganze Liegenschaft bezahle, und die Liegenschaft ist in guter Lage, das heißt, ich habe ordentliche Miteinkünfte und die steigen, ist das Land nichts mehr wert. Und das ist Landarbitrage. Das ist geil. Solche Zeiten willst du haben. Weil das bedeutet, irgendwann wird das wieder steigen müssen. Und zweitens, die Mietrendite sollte zumindest größer sein als der Bankzinssatz plus 2 oder 2,5%. Aber immer unter Berücksichtigung, dass die Miete auch realistisch erzielbar ist. Nicht annehmen, wenn ein Makler sagt, in St. Pölten kriege ich 11 Euro. Das stimmt nicht. Ich habe schon Makler gehört, die auch die Flächeninflation hatten, mit Gießkannen beispielhaft. Ja, die haben eine Wachstumsgießkanne ausgepackt, die Wohnung ist größer geworden und wie sie vermietet und verkauft wurde, wurde sie wieder kleiner. Aber wenn ich den Makler gefragt habe, geben Sie mir eine Bankgarantie, dass Sie das vermieten können, hat er den Kopf geschüttelt. Und hätte er mir nur eine Garantie gegeben, hätte ich es nicht akzeptiert, weil er so schlechte Bonität hatte. Dann muss ich auch schauen, was muss ich in der Wohnung sanieren? Was muss ich im Haus sanieren? Und welche Sonderumlagen drohen auch für die energetische Sanierung? Weil wenn die Heizung schon uralt ist, muss ich sie tauschen. Wenn das Dach nicht gedämmt ist, muss ich es decken. Aber das Gute dabei ist, heute, wenn du ein hässliches kleines Loch, braucht nur noch immer aus Kraft schauen, Nürnberg 90.000 Euro und ungefähr 5.000 Jahre ist netto Kaltmiete, da geht sich das aus bei ordentlicher Bonität. Und da muss nicht viel sanieren. Die gibt es heute am Markt, die Wohnungen. Und da gibt es auch was Lustiges. Ist was interessant mit 2% Mietrendite, speziell in Deutschland? Ist das interessant oder nicht? 2% Mietrendite, sanierungsbedürftige Wohnung. Die meisten werden sagen, nein. Wer von euch sind wie eine 2% Scheiße mit 2% Mietrendite? Eher schlecht. Aber du kannst die Immobilien auf Reisen schicken. Und da kannst du die Sanierung speziell in Deutschland von jemand anderem bezahlen lassen. Hier werden Dubai-Immobilien angeboten. Was gibt es in Deutschland und in Österreich im Gegensatz zu Dubai, was es in Dubai nicht gibt bei der Steuer? In Dubai zahle ich ja nicht viel Steuer, aber ich kann bei uns sogar noch zum Finanzamt gehen und sagen, gib mir Geld zurück, speziell als Angestellter. Wenn ich jetzt 100.000 verdiene und eine Sanierung in Deutschland mache, die ich sofort abschreibe, die kostet 20.000, kriege ich 10.000 vom Finanzamt zurück. In Österreich muss ich so 15 Jahre abschreiben, in Deutschland geht es sofort. Das heißt, wenn ich heute Wohnungen saniere, habe ich einerseits die Möglichkeit, mir das vom Finanzamt zu bezahlen zu lassen, in Deutschland zusätzlich noch von der Subventionsagentur und zusätzlich kann ich den Mieter an meinen energetischen Sanierungskosten und an der Wertsteigerung dadurch entsprechend beteiligen. Ich kann zum Mieter hergehen und sagen, lieber Mieter, du bist so nett, bezahle mir meine energetische Sanierung. Ist das nicht geil? Leute, da wird lauter. Deswegen muss ich eigentlich bei diesen ganzen Leuten bedanken für die großzügigen Möglichkeiten. Und nachher kann ich mein Geld, wenn ich so mache, sogar noch steuerfrei und grunderwerbsteuerfrei aus meiner Firma herausholen. Das nennt sich dann die Immobilienschaukel oder die Aktienimmobilienschaukel in Deutschland. Da gibt es noch viel lustige Dinge, die man alles machen kann. Aber ich möchte auf jeden Fall jeden von euch nahelegen und wünschen, dass ihr einen Kuhstall habt von zumindest 10 und wenn ihr ein bisschen fleißiger geschäftstüchtiger ist, von 20 hässlichen kleinen Löchern in wirtschaftlichen starken Städten mit Wohnungsmangel und Zuwanderung. Wenn ihr das macht und die Zentralbank druckt Geld und die Banken machen wieder Blödsinn, gehst du am Main an der Frau Lagarde am Turm der EZB vorbei und sagst, danke Frau Lagarde. Und dann gehst du zur grünen Parteizentrale und sagst, danke für die energetischen Sanierungen. Verdienst viel Geld, ihr macht uns alle reich. Und auf diese Art und Weise hat jeder von euch die Chance, Millionär oder Multimillionär zu werden, außer du machst grobe Dummheiten. Das hässliche Geldloch wünsche ich euch jeden von euch, viele davon, 10, 20, 30, 50, 100 und mehr. Und jeder kann das machen. Genauso wie der italienische Immobilienmakler in Mailand mir gesagt hat, der hat seine Kinder gehabt, gesagt, rent pays off loan. I will always have something to eat and my kids too. And you know Italians eat well. Ich wünsche euch auch, dass eure Mietwohnungen euch erlauben, nicht nur gut zu essen, sondern gut zu reisen, keine Dacias zu fahren und auch sonst sehr gut zu leben. Das ist der Weg und jetzt sind idealerweise Schnappi Times. Es ist der beste Zeitpunkt, den es seit langem gegeben hat. Werdet aktiv und kauft hässliche kleine Löcher. Besten Dank, alles Gute!
Gerald Höhan, herzlichen Dank für diesen impulsiven, interessanten Einblick. Ja, jetzt hast du gesagt, man soll natürlich hässliche Löcher kaufen. Die Frage ist, wann hast du dein erstes hässliches Loch gekauft? 2005. In Wien und 2006 habe ich gleich 10 gekauft, inklusive 4 Stellplätze in Frankfurt. Das kleinste hat 19 Quadratmeter gehabt. Ich habe sogar mal dort übernachtet. It was an experience. Es war eine Lebenserfahrung, auf 19 Quadratmeter zu übernachten. Hast du die Wohnungen noch? Alle, ja. Okay. Natürlich, gute Immobilien verkauft man nicht, man kauft nur mehr dazu. Reiche Leute besitzen Immobilien, sie verkaufen nicht. Das ist dein Vermögen, das ist deine Altersvorsorge. Ja? Davon können deine Kinder noch leben, so wie bei mir. Bei 200 Wohneinheiten muss ich nicht mehr Hunger leiden, auch wenn ich mich von Kaviar ernähre. Ja, das heißt also, du nimmst keine und handelst sie, sondern die werden behalten im Kuhstall. Ja, was ich schon mache heute ist, dass ich baue. Ich baue Immobilien und zwar auch mit staatlicher Förderung im Speckgürtel von Berlin. Weil du dann KfW-Effizienzhäuser hast, die hohen Energiestandards erfüllen, wo die Mieten viel höher sind, weil du niedrige Betriebskosten hast und die auch sehr werthaltig sind. Also ich baue. Okay, eine andere Frage, wenn man jetzt 200 Wohnungen hat, okay, aber wie setzt man den Startschuss am besten, unabhängig davon, dass man zu dir kommt? Der erste Schritt ist, weil du das lernst. Ich biete da einige Möglichkeiten, wenn ihr Interesse habt, ihr könnt das bei mir lernen. Wir haben sowohl das Betongold-Training, das ist ein Online-Kurs, und das Betongold-Mentoring, wo ich 3 Monate jede Woche mit euch eure Immobilien durchgehe. Zuerst muss man es lernen, weil wenn man es nicht lernt, zahlt man richtig Deppensteuer, so wie ich am Anfang, ja. Wasser nicht gecheckt, ja, Strom nicht gecheckt, Baugenehmigung nicht gecheckt, alles mögliche. Aber viel Deppensteuer bezahlt am Anfang. Ja, richtig in die Scheiße gegriffen. Nur heute kostet einmal in die Scheiße greifen 15.000 Euro. Einmal ein bisschen mehr in die Scheiße greifen kostet 30. Da kann man schnell Dummheiten machen. Ich kenne viele Leute, die haben richtig in den Dreck gegriffen, weil sie falsche Immobilien gekauft haben. Und der nächste Schritt ist, 10 bis 20 hässliche Geldlöcher in der Region oder Stadt, wo ich kaufen will, besichtigen. Dann brauchst du keinen Fitnesstrainer mehr. Weil da gehst du jeden Tag 20.000 Schritte, 4 Stockwerke hinauf, eines im Keller, da bleibst du fit, da kriegst du keinen Herzinfarkt, wenn du das regelmäßig machst. Ja? Das ist besser als Work-Life-Balance. Und nachher das erste kaufen. Und wenn du für 80.000, 90.000 etwas kaufst, das ist nicht so viel. Manche Leute geben fürs Badezimmer und für die Küche so viel aus. Das ist ja dumm, weil beides ist wertlos und dumm. Ja? Bei mir, mein Badezimmer ist uralt. Mein Immobilienverwalter hat mir schon gesagt, mein Badezimmer ist in schlechterem Zustand als das durchschnittliche Badezimmer meiner Mieter. Aber ich habe über 200 Badezimmer in der Bilanz. Das macht Freude. Richtest du die Wohnungen dann komplett immer her oder ist es je nach Haus? Manche sind saniert, manchmal muss man Teil sanieren, manchmal macht man schöner und möbliert sie, manchmal lässt man als hässliches kleines Loch auch hässlich. Je nachdem, je nach Lage, je nach Art der Vermietung und so weiter. Ja? Ich habe alles schon gehabt. Ich habe Investmentbanker gehabt und Managementberater und Top-Anwälte als Mieter. Und ich habe auch schon Obdachlose gehabt und Leute, die vom Arbeitsamt leben. Und es heißt nicht, dass manche, die vom Arbeitsamt leben, behandeln die Wohnung pfleglich. Und ich hatte schon einen Berater von einer Top-Firma, der am Ende die Scheiße im Klo hinterlassen. Also ich habe schon alles erlebt. Inklusive Drogenrazzia, wo ein Haus von mir von der Drogenpolizei umstellt wurde. Und meine Mieterin und ihre 3 Komplizen mit viel Drogen verhaftet wurden. Und der Handwerker, der hineingegangen ist, ist in Ohnmacht gefallen, weil es so gestunken hat. Physisch. Jetzt fangen wir aber Fragen vom Publikum. Ja, bitteschön. Wer will was fragen? Hallo, vielen Dank für den tollen Vortrag und die Einblicke. Meine Frage: Angenommen, ein Eigenheim wurde verkauft, zum Beispiel von den Eltern, es kommt 700.000 Euro rein. Wie investiere ich diese 700 Euro? Wie fange ich an? Was sind meine ersten Schritte? Kaufe ich zum Beispiel 2, 3 Immobilien in einem Neubau? Oder wie gehe ich an am besten? Zuerst muss man entscheiden, wo du kaufst. Deutschland ist besser als Österreich, mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg. Der nächste Schritt ist, dass du die Gegend besichtigst und dass du es erlernst, dass du keine Scheiße baust. Ja, hier sind aber Möglichkeiten. Und der nächste Schritt nach dem ist, dass du mal ein hässliches kleines Loch kaufst, dass du das erlernst. Das kostet 80, 90. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche 20, 25.000 Eigenkapital und den Rest nehme ich Kredit auf. Und dann sage ich, okay, von den 700.000 gebe ich nicht alles in Immobilien. Ein bisschen Gold schadet nichts, aber Krypto schaden nichts und so weiter. Ein bisschen Cash werde ich auch behalten. Aber mit 500.000 kann ich ungefähr für 2,5 Millionen Immobilien kaufen. Ja?
Und da würde ich beginnen, mal es zu lernen mit hässlichen kleinen Löchern. Ungefähr kriege ich für 2,5 Millionen, werde ich jetzt ungefähr kriegen 25 hässliche kleine Löcher, vielleicht sogar 30, je nachdem, einmal vielleicht 20, 22. Das, wenn du das machst, die Sache wird abbezahlt, hast du in 20 Jahren inflationsgesicherte und steuereffiziente 100 bis 120.000 Mieteinnahmen. Da musst du nicht mehr arbeiten. Und kannst dann auch, wie gesagt, kannst du deine Villa mieten und ein Lamborghini dafür, wenn du willst. Was für eine Bonität muss ich zeigen? Für, du musst eine ordentliche Bonität haben. Wenn du eine Bonität hast eines Hutschenschleuderers, ja, oder eines Hula-Hula-Tanzers, ja, oder eines Drogenbarons, wird es nicht gehen. Ja? Also schon ordentlich wirtschaften und solide arbeiten. Auch wenn du sagst, ich lebe jetzt in Dubai und ähnliches wie viele, wird die Bank auch, die Volksbank oder die Hypobank, wird sich auch am Kopf greifen und sagen, danke, aber nein, danke. Du musst seriös arbeiten. Sei es als Angestellter, sei es als selbstständiger, freiberufler Unternehmer oder eine Kombination davon. Wenn du seriös arbeitest, wird das funktionieren, wenn du fleißig bist. Wenn du irgendwelche windschiefen Dinge machst oder nichts verdienst, wird es nicht funktionieren, das ist klar. Da muss man das Armutsgelübde ableben. Aber meine Empfehlung ist, das Reichtumsgelübde abzulegen. Ja, ganz einfach. Solide arbeiten, dann wird es gehen. Wer will noch was? Wer hat noch Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Also wenn ich aber heute zur Bank gehe, sagen Sie, 30% muss ich hinlegen, also 30% des Betrags, was die Wohnung kostet. Und Sie haben gesagt, um 25.000, 30.000 kann ich schon anzahlen, aber dann müsste es maximal 90 kosten. Nein, das stimmt nicht ganz. Du brauchst, wenn du gute Bonität hast, 10% bis 15% plus die Nebenkosten. Das heißt, du bist zwischen 20% und 25%. Ja, es gibt auch Banken, die Geschäft machen wollen. Du musst ja nicht zuerst besten gehen. Ja, 20 ist das Minimum. Ohne dem wird es nicht gehen. 25, also in der Größenordnung. Das heißt, kostet die Wohnung etwa 90.000, bei 20 bist du bei 18.000. Ja? Also in etwa. Wie gesagt, es sind immer, nichts ist perfekt. Aber zuerst muss man beginnen. Wenn du nicht beginnst, ja, wirst du anbleiben. Wenn du beginnst und jemand quält dich, später sagst du ihm, fuck you, das sind meine Immobilien. Ganz einfach. Dann kommen wir noch zu unserer letzten Frage, bevor wir zu unserem nächsten Stargast kommen. Bitteschön. Hallo, grüß dich. Wie schätzt du die Gefahr ein, dass die Bevölkerung immer älter wird? Werden diese kleinen hässlichen Löcher auch von Pensionisten gemietet in Zukunft? Oder ist das ja, weil die meisten Pensionisten haben das Thema der Altersarmut. Ja, also die Nachfrage ist groß und viele Pensionisten müssen in der Stadt leben, weil in der Bamba können sie sich nicht mehr leisten. Sowohl die Beheizung als auch die Mobilität und auch die Ärzte sind nicht dort. Und zusätzlich, wir haben massive Zuwanderung. Solange wir keine rechtsradikale oder rechtspopulistische Regierung bekommen, das heißt FPÖ, AfD oder Gruppe Le Pen, wird es weiter Zuwanderung geben. Wir tun lauren Krieg führen und es gibt Wetterextreme, die in anderen Ländern ärger sind. Das heißt, es kommen viele Leute dazu. In Deutschland sind jetzt über 1 Million Ukraine-Flüchtlinge gekommen, in Österreich 100.000. Die können nicht auf der Straße in einem Zelt leben. Dazu ist es zu kalt im Winter. Das heißt, zwangsläufig hast du hier eine positive Bevölkerungsentwicklung, die geht aber wieder in die Metropolen, ja? In Gmünd und in Eisenerz werden die Leute davonrennen. Sogar der Hund rennt davon. Ja, weil da gibt es nichts mehr zum Fressen. Deswegen will er dort nicht sein. Aber in den wirtschaftlich starken Regionen, dort werden weiterhin Immobilien eine goldene Zeit erleben. Und noch einmal, jetzt ist der Zeitpunkt, aktiv zu werden. Wer von euch ist bereit, jetzt aktiv zu werden, Leute? Okay, aber lauter. Ich möchte hören, dass ihr alle Millionäre werdet, okay? Lauter. Ich wünsche euch allen, dass ihr Millionäre seid mit hässlichen kleinen Löchern. In diesem Sinne, alles, alles Gute, viel Erfolg und das sind sicherlich gute Zeiten, so schnell wird es das nicht wiedergeben. Alles Gute.